Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen FIFA 22 Hannover 96 Modus. Ja, wir konnten uns in der letzten Folge gegen Nürnberg Gott sei Dank durchsetzen. Damit haben wir uns einen kleinen Puffer erarbeitet. Ist jetzt nicht so groß, wir sind nur 2 Punkte hinter dem vor dem vierten. Aber immerhin, wir waren auch schon mal Sechster. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Aktuell läuft es ja auch nicht so gut für uns. So, die Siege sind mehr so, wir gewinnen ein Spiel, verlieren dann aber auch gleichzeitig wieder eins. Bisschen. Ein paar Schlinge sind hierbei, ne? 17, 42 bis 54, den brauchen wir nicht. 15 ist ein 51er bis 63er und hat 94, also 78 bis 94. Den können wir erstmal nehmen. 16, weg. Schmutz. 16. Schmutz. 17, der ist auch Schmutz. 15, 34, der ist auch Schmutz. Auch wenn er 91er Potenzial hatte. 36 bis 50 mit 16 ist auch Schmutz. Das sind jetzt nicht so die Top-Talente, ne? Lennart Schäfer. Auch Schmutz. Der ist 16, 37 bis 47, 94. Schmutz. Schmutz. Den könnten wir erstmal verpflichten. Mal sehen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt wieder Bock auf die Folge. Ich weiß gar nicht, wer ist der nächste? Schalke, glaube ich, ne? Ich glaube, unser nächster Gegner ist Schalke. Jawohl. Ist ja auch ein direkter Verfolger. Da auf Platz 6 mit 45 Punkten. Das heißt, wenn die gewinnen, wären sie auch noch mit einem Punkt dran. Wir müssen unbedingt gewinnen. Nürnberg hat gewonnen. Und ist auch wieder da. Ach, es ist zum Heulen. So, ich würde sagen, wir nehmen mal ein paar Wechsel vor. Stolze und Bayer. Und dem würde ich sagen. Krein schauen wir doch auch noch, oder? Da ist er doch. Der kann auch linker verteilen. Warum habe ich den eigentlich nie eingewechselt? Oder mitgenommen, oder? Der kann noch links spielen. Ich will ihn jetzt nicht links spielen lassen, aber... Hat er minus 5. Gut. Ich würde sagen, so gehen wir erstmal ins Spiel. Bayer gewinnt nach wichtigem Wechsel. Das hatten wir gelesen. Bülter, Umuyufu, keine Ahnung. Latza, Ratzkowski... Salazar, Itakura, Aydin, Becker, Sané, Salif Sané, Uwe Can. Wir gehen rein. Ich glaube, schwarze Trikots wählen macht jetzt keinen Sinn. Ich gehe mal davon aus, der Schiri wird jetzt gelb sein oder so. Beide brauchen heute die Punkte, sonst wird's eng in Sachen Aufstieg. Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Schön. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Spiel mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir freuen uns auf eine Partie in der zweiten Bundesliga. Schalke 04 gegen Hannover 96. Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Wir nehmen sehr. Da zieht er ab. Chance lebt noch. Geht ja aufregend los. Stark, Junge. Hol, du Ball Tier. Ballzeiten ausgeklärt. Sie bekommen den Einwurf. Die schönste Blondine auf dem Platz. Den Ball kann er abfangen. Jetzt der Schuss! Jawohl! So wünschen wir uns das. Oh. Frühes Tor in dieser Partie. Boom. Jo, so kann es weitergehen. Schön. Ernst trifft mal wieder. Schau noch mal auf die Wiederholung. Ich glaube, wenn Ernst trifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir gewinnen, nicht so gering, oder? Dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Und konzentriert bleiben. So, da hätten wir also das 1 zu 0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Schöner Pass. Oh. Kann er was draus machen? Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht. Zieler. Riesenparade von Zieler.
Ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel ist das heute. Richtig, es geht für beide um enorm viel. Es geht um den Aufstieg. Mit Auge. Was macht er draus? Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. Oh. Gute Aktion, Ball weiter im Spiel. Und da ist der Ball wieder weg. Nein. Jetzt die Chance. Rückt. Was für eine Rettungstat, gehalten. Der hat doch gesoffen, hat er. Die Ecke kommt rein. Oh. Der ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. Er hat natürlich in den letzten Tagen vor diesem Spiel Schlagzeilen gemacht. Denn alle fragen sich, wie wird er sich entscheiden? Hört er auf? Macht er weiter? Uschi, wie siehst du das? Was würdest du ihm aus deiner Sicht empfehlen? Boah, also ich glaube, der ist so erfahren, dem muss ich keinen Ratschlag geben. Das weiß er selbst am besten. Er weiß, wie es ihm geht, vor allem auch gesundheitlich. Die Frage ist auch, ist der unbedingte Wille noch da? Also nach so einer Karriere könnte ich schon verstehen, wenn er sagt, nee, reicht, ich hänge die Schuhe an den Nagel. Stark, Junge. Er hat den Ball, gute Aktion. Schalke macht Druck. Erstmal abgeblockt. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Hallo. Puls. Jetzt lassen Sie den Ball laufen. Ball kommt rein. Dankbarer Ball, ungefährlich. Köpfe ich einfach den Torwart mit weg. Latza. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Jetzt gibt es hier eine Ecke. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Die Ecke kommt. Das macht er stark. Er hat kein Problem bei diesem Eckball. Der Fährmann ist aber auch gut, ne? Es gibt ein Tor aus der Düsseldorf Arena zu vermelden, rüber ins Studio. Oh, das könnte was werden. Ja, das ist natürlich nicht leicht, da jetzt durchzukommen. Puls. Oh. Gut gemacht. Spielt er denn den Ball zurück. Salif Sané. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gute Aktion. Warum? Gut den Körper eingesetzt. Latza. Schalke macht Druck. Da kommt der Schuss. Über die Torauslinie, Ecke. Wir hören aber es, Bernie, die Fans dann hoffen auf den Ausgleich. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Na, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Ball wird abgefangen. Mann. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden.
Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Klares Foul. Hallo. Gut weiterspielen lassen. Und ebenso richtig. Dann hier doch noch den Freistoß. Warum sind die denn so aggressiv? Und es gibt Gelb gegen die Schalker. Ja, es war ein Foul und auch die Verwarnung ist. Stimmt doch nicht mit euch. Lebt mein Spieler noch? Da sehen wir die Tafel. Eine Minute wird nachgespielt. Und zur Pause haben beide Teams noch. Durchgang 2 läuft. Schalke hat angestoßen. Sie bringen den hohen Ball. Da kommt der Vorstoß, aber die Fahne ist oben. Abseits. Ja, ja, war zu sehen. Es ist abseits. Aber eigentlich gefällt mir das ganz gut. Sie suchen die Chance, suchen die Lücke. Hier hat es eben nicht hundertprozentig funktioniert und deshalb auch zu Recht der Pick. Oh Mann. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Salif Sané. Er geht dazwischen. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Es gibt ein Tor in der Düsseldorf Arena. Im Studio jetzt die Infos dazu. Ja, wir haben hier das erste Tor für Fortuna Düsseldorf. Torschütze war Felix Klaus. Der Ball wird da noch abgefälscht. Ja, und dann konnte der Keeper nichts mehr machen. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 53 Minuten. Vielen Dank für dieses Update. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Warum stand er aber schon wieder alleine? Den Ball hat er. Sie können den Ball abfangen. Sebastian Stolze! Jawohl. Sie haben diese Partie jetzt noch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus. Wieder ernst. Und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Zwei, drei Pässe durch. Ich glaube, richtiger Zeitpunkt, oder? Schalke war drauf und dran. Was ist denn das? Schalke war drauf und dran, hier ein Tor zu machen. Das ist wirklich gelungen, schöne Kurzpassspiel. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell. 66. Können wir mal wechseln, ne? Nochmal, Kirk. Aber wir machen Muslia. So, Kirky. Und im Abschluss auch noch effizient. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Oh ja, versucht viel, ist unzufrieden, will den Ball. Da ist er da, guter Zweikampf, er hat den Ball. Jetzt ist es gefährlich. Ball ist unterwegs. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Zwei Spielerwechsel bei Hannover 96. Nicht mehr im Spiel. Die Nummer 14. Maximilian Bayer. So, Ecke kommt. Ball ist erstmal wieder raus. Sie sind jetzt gerade doch ziemlich passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Hult. Tribul. Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich stark, ganz geduldig die Lücke. Gut, voller geklärt, Einsatz. Aber Einwurf. Sie werden hier wechseln. Oh. Salif Sané. Schön, Hinterseher. Zweikampf, Einwurf jetzt.
Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Sieht gefährlich aus. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Sie wollen nicht den... Wollen wir nochmal wechseln? Aber ich muss gestehen, dieser Ondua... Ist ja echt ein Krieger. Also in dem Spiel Spieler jetzt hier, ne? So ein richtiger Vidal, so ein Kämpfer. Ja, immer das Risiko der zweiten Gelben. Er spielt den Pass zurück. Ball draußen, schön. Abstoß. In puncto Ballbesitz ist Hannover 96 die bestimmende Mannschaft. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus, sind enorm aktiv. Also mit dieser Führung im Rücken können sie fast beruhigt aufspielen. Pult. Sie machen das gut heute, oder Buschi? Ja, ja, Wolf. Der Ball läuft richtig gut und die haben eine extrem hohe Passsicherheit. Klasse Aktion, Ball ist weg. Was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich auch nicht. Latza. Ball kommt rein. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Dominik Kaiser. Oh, ich habe auf dem geachtet. Es gibt ein Tor aus der Düsseldorf Arena zu vermelden, rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den Hamburger SV. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind 83 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Becker. Kann er was draus machen? Er schießt. Ja, vielleicht ist hier noch was drin. Ja, das müssen sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt ihnen dieses Tor noch mal einen Schub. 2:1. Hier ist noch alles drin. Sie haben den Ball und bei ihrer enormen Ballsicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her. Man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenken. Marcel Franke. Julian Börner. Ich muss hier leider wieder ein bisschen Ratte spielen. Dominik Kaiser. Marcel Franke. Ich meine, die könnten ja auch offensiver agieren, dann müsste ich das nicht machen. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Marcel Franke. Jawohl. Das ist der Schlusspfiff. Am Ende bleibt es hier also beim Sieg der Gäste. Beide waren hier mehr oder weniger auf Augenhöhe. Umso größer ist jetzt die Freude über diesen knappen Ligasieg. Das hätte auch anders ausgehen können. So. Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz nach dem Spiel. Helden des Spiels. Defensive verbessern. Wir müssen lernen. Das zweite Spiel gegen Schalke lief besser. Wie hatten Sie sich vorbereitet? Wir waren besser vorbereitet. Vielen Dank. Sehr gerne. Wie war eigentlich das Hinspiel gegen Schalke damals? Als wir noch jung und unerfahren waren? Wo denn? Da. Oh, 2:1 verloren. Schön. Fast erstickt. So, Bremen hat aber auch gewonnen. Aber Düsseldorf hat, glaube ich, nicht gewonnen.
Wo sind da die Ergebnisse? Tabelle? Ach da. Da müsste es gleich kommen. 18. Nürnberg hat gewonnen. Rostock hat gewonnen. Hamburg hat gegen Düsseldorf gewonnen. Wir haben gegen Schalke gewonnen. Aue hat gewonnen. Regensburg hat gegen Paderborn verloren. Bremen hat gewonnen. Und Heidenheim spielt noch. Das heißt, wenn Heidenheim verliert oder wenn es so bleibt, dann nimmt wir nur noch 4 Punkte weg. Schön. Aber das sollte auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst mir gerne was da, passt auf euch auf. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen um 12. Ciao, ciao.